Bislang haben wir ja vor allem Texte und Bilder auf den Folien platziert, aber über den Einfügen-Dialog kannst du natürlich auch noch verschiedene weitere Elemente platzieren, Tabellen, Diagramme. Später zeige ich dir auch, wie du Videos oder Audiodateien integrieren kannst. In diesem Fall jetzt brauche ich einen Pfeil und den findest du da unter Formen. Ich verwende diesen Blockpfeil, der da so ein bisschen in der Mitte ist. Und jetzt kann ich den einfach aufziehen mit der gedrückten Maustaste und wenn ich loslasse, wird er platziert. Farblich ist er jetzt noch nicht genauso, wie ich es mir vorstelle. Ich möchte keine Kontur haben, da wähle ich hier keine. Und dafür soll die Füllfarbe rot sein. Und jetzt kann ich da über dieses Drehen-Symbol den Pfeil ein bisschen abwinkeln und noch neu platzieren. Wir haben also diese Reise in den Masuren begonnen und in einem zweiten Teil waren wir hier oben an der Küste. Um jetzt nicht nochmals denselben Pfeil zeichnen und formatieren zu müssen, kann ich den auch einfach kopieren mit einem Rechtsklick oder Steuerung C und jetzt über Steuerung V oder wiederum mit einem Rechtsklick einfügen, habe ich eine Kopie hier, die ich wiederum etwas drehe. Wenn du jetzt eine ähnliche Form zeichnen möchtest, ohne dass du wieder Farbe und Kontur anpassen musst, so kannst du mit einem Rechtsklick auf die Figur als Standardform festlegen wählen. In dieser Datei werden künftig nun also alle Formen mit roter Füllung und ohne Kontur erstellt. Probieren wir gleich. Ich brauche nämlich in der Europakarte bei der Schweiz ein Kreislein. Ich wähle also bei den Formen dieses Ellipsenwerkzeug. Und damit es jetzt nicht eine Ellipse, sondern wirklich ein Kreis wird, halte ich beim Aufziehen die Umschalttaste gedrückt. Dadurch wird es ein exakter Kreis, den ich jetzt noch etwas verschieben kann. Und als letztes brauche ich noch eine Sprechblase. Auch die findest du in den Formen ziemlich weit unten. Ich nehme mal die mit den runden Ecken und die ziehe ich da bei unserem Endpunkt auf, vielleicht etwa so. Den Dorn kannst du beliebig an einen Ursprungspunkt ziehen und hier ist jetzt Rot natürlich weniger günstig. Die soll weiß sein und eine feine Kontur haben, allenfalls noch ein Schatten und das kannst du über Formeffekte aufrufen, da diese Schattierung. Übrigens, falls du da genauere Anpassungen machen möchtest, kannst du auf dieses kleine Symbol Form formatieren tippen und hier hast du all diese Optionen zum entsprechenden Objekt. Hier müssen wir natürlich noch etwas reinschreiben. Die Schrift ist jetzt noch weiß, was weniger günstig ist. Die soll schwarz sein und etwas größer und fett.